Ja, willkommen bei einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator. Hihi. Ja, es geht voll fett los. Nee. Weiß gar nicht, was wir machen sollen. Also geht's doch nicht so fett los. Unser Mais wächst. Aber irgendwie ist es, glaube ich, noch nicht erntereif. Ja, weiß auch noch nicht. Wir gehen jetzt mal ganz kurz nach unseren Hühnern gucken. Sieht ja so ein bisschen nach Regen momentan aus. Oh, da hinten liegt wieder ein Ei. Ein paar Hühner könnte man noch kaufen. Die sollen mal ein bisschen mehr produzieren. Wobei ja nicht mal ein Tag vergangen ist. Also daher passt das ja, glaube ich, eigentlich. Ich glaube, denen geht es ganz gut bei uns. Oh, da liegt noch ein Ei. Na, schau mal an. Könnt mal gucken, was wir jetzt für so ein Ei kriegen. Da stand ja letztes Mal 22 Euro das Stück. Das wäre natürlich ziemlich krass. Zum Glück kosten die Eier heutzutage noch nicht so viel. Ich weiß nicht, was für Eier das hier sind, aber scheinbar keine normalen Eier. So, hier ist ja der Shop. Mal kurz gucken. 9 war das, genau. Haben wir denn hier da hinten, wäre so ein Eier-Dingsbums. Ja, fahren wir doch mal mit denen da hin. Oder fahren wir mit dem hier dahin. Damit unser Truck da bei dem Bauernhof stehen bleibt. So, genau, fahren wir jetzt rüber. Dann können wir mal auf den Questtafeln gucken, ob es da irgendwas Neues gibt an Missionen. Was wir machen können. Gut, wir haben da drüben ja den Rasen, den wir mähen können, der eigentlich schon gemäht ist. Das verstehe ich nicht ganz. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Gewicht senken. Und jetzt. Nee. Wir fetzen da mit 42 km/h darüber. Boah, mit 42 km/h voll über den Acker. Not bad. Könnten wir unseren Traktor auch mal. Sieht ziemlich übel aus. Aber bringt sowieso nichts. Wird eh wieder bald dreckig. Und es regnet ja vielleicht bald. Jetzt wird es ja auch noch nachts. Stimmt, wir hatten noch gar nicht das Erlebnis gehabt, das Spiel nachts zu spielen. Bin ja auch mal gespannt. Ist ja dann tatsächlich noch nicht mal ein Tag rum, was wir schon alles an einen halben Tag geschafft haben. Meine Herren. Und dafür, dass das Mais nach einem halben Tag so schnell wächst, ist das auch nicht schlecht. So. Da ist unser Bauernhof, wo wir die Eier verkaufen können. Krass, ich fahre mit dem Traktor schneller als der Pkw-Fahrer. So. Katsching. 68. Ich glaube, es waren 3 Eier, die wir hatten. Also 2 haben wir eben gesammelt und letztens hatten wir ein. Ja, für 3 Eier 68 Euro. Nicht schlecht. Das müssen echt besondere Eier sein. So, jetzt schauen wir uns nochmal das Feld an, das gemäht werden soll. Das verstehe ich nämlich immer noch nicht. Weil eigentlich ist es ja gemäht. Vielleicht ist es das Nachbargrundstück. Hat der eine Nachbar gesehen, wie faul der andere Nachbar ist? Hat er gedacht, ich bin auch so faul wie der andere Nachbar. Aber... Wow! Es ist wieder gewachsen. Scheiße. Gras. Das Gras wächst aber schnell. Dann können wir jetzt einfach mal hier stehen lassen. Dann, wo haben wir denn unsere Mähmaschine? Ach so. Die ist ja jetzt im Lager. Ja, dann keine Ahnung. Dann würde ich sagen, tu mir ihm den Gefallen und mähen wieder mal seine Wiese. Och Mann, was ist denn da los? Ich will zur Questtafel noch fahren, zu der hier, wenn wir schon hier sind.
Raps haben wir nicht. Gerste haben wir nicht. Okay. Dann auf zur Basis und den Rasenmäher holen. Denn der nette Herr hat, glaube ich, ein ernsthaftes Problem mit seiner Wiese. Ich verstehe jetzt, warum er keinen Bock mehr hat, die Wiese zu mähen. Weil nach ein paar Stunden die Wiese eh wieder so hoch ist, dass man sie wieder mähen kann. Ha. Er hat ein ernsthaftes Problem. Ich weiß nicht, ob wir das lösen können, aber ich werde mir Mühe geben, dass das alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Aber dazu brauchen wir erstmal den Rasenmäher. Ich brauche einen PKW. Also die nächste größere Investition, wenn es möglich ist, wird ein Fahrzeug, damit wir solche Sachen nicht mehr mit dem Traktor machen müssen, sondern mit einem PKW. Und wir uns dieses Gefahren mit dem Traktor sparen. Außer der Pickup oder was auch immer man da kriegt, fährt auch nur 40 km/h. Ich bin ja sowieso froh, dass die Traktoren hier 40 fahren und nicht 25. So, da ist der Rasenmäher. Die brauchen wir. Moment mal. Dazu müssen wir das Gewicht abkoppeln. Schmeißen wir jetzt einfach mal dahin. Mähwerk senken. Nein. Oh, Innensicht. Könnten wir auch mal machen. So. Damit wir wieder nicht so frontlastig sind, hängen wir doch mal das Gewicht hinten dran. So, jetzt ist das ein bisschen gleichmäßiger. So, dann gehen wir mal Rasenmähen. Action. Das war knapp. Spielt das eine Rolle, ob ich das Gewicht oben habe oder unten? Hm, keine Ahnung. Trampolin. So. Wir sind gleich da, Opi. Wir mähen deine Rase. Rasen. Und das rasend. Haha. Das war jetzt voll witzig. Tschuk, tschuk. Das ist schon seltsam, dass alles hier so schnell wächst. Also das verwirrt mich ein bisschen. Naja. Bringt uns Geld. Was gibt er uns? 5000 oder sowas dafür, dass wir seinen Rasen mähen. Ja, dann können wir noch das Gras verkaufen. Das hat uns ja auch, glaube ich, so um die 4000 gebracht. Ist natürlich mit wirklich viel Arbeit verbunden. Aber wir brauchen jeden Tausender, den wir kriegen können, müssen wir jetzt hier nutzen. 5000 für eine Wiese mehr, das ist auch schon krass, oder? Fällt mir gerade so auf. Naja, gut. Vollbremsung. So, Gerät. Nein. Gerät. Mähwerk aufklappen. Mähwerk senken. Cool. So. Genau, wir fangen hier so an. Mann, nicht unser Spielzeug kaputt. So. Piep, 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 diep, 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 diep. Na. So. Anschalten. Los geht's! So, wir wollten hier mal... Na, scheiße. Wollten das ja mal jetzt in... Nee, wo waren das jetzt?
X? Nee, C. Ah, C. Mit C. So, Mähwerk wieder senken. Und dann schmecken. So. Boah, geil. Aber man erkennt wenig. Ich weiß nicht, wo wir... Ja, doch. Ungefähr funktioniert's. So. Ja, ich geh mal wieder raus. Sonst erkenne ich nichts. So. Wie haben wir das letzte Mal gemacht? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ach, den Schwader müssen wir ja dann hier auch nochmal einsetzen. Und dann nochmal einsammeln. Ja, das ist schon viel Arbeit für so ein bisschen Geld. Jetzt mähen wir erstmal die Wiese. Das bringt uns schon mal Kohle. Wir haben ja auch gelernt, dass er das gar nicht so perfekt braucht. So. Wunderschön. So ein Rasenmäher brauche ich auch für meinen 50 Quadratmeter Garten. Na, den Zipfel will ich jetzt ja auch noch mähen. So. Ja, das hat nicht gereicht. So, jetzt aber, oder? Ja, jetzt ist der Zipfel weg. So. Wunderschön. Toll machen wir das. Wirklich toll. Mal was anderes im Vergleich zu Outlast. Das hätte aber auch was, wenn jetzt hier so Zombies kommen würden. Die würden dann das Gras fressen. Dann werden sie grün. Wäre nicht schlecht. Würde ein bisschen Abenteuer reinbringen. Vor allem jetzt, wo es nachts wird, wer weiß. Hm, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja heimlich eine Mod installiert. Überlebensmodus. So, Opi. Wann ist... Wann sind wir fertig? Wann gibt's Essen? Wann gibt's Geld? Witzig finde ich, dass wir momentan kaum Ausgaben haben. Außer den Kredit. finanziell ist es momentan ziemlich stabil, glaube ich. Eine Kettensäge will ich dann demnächst mal kaufen. Und einen Radlader brauchen wir auch noch. Eieiei. So viel Geld brauchen wir. Ist ja wie im echten Leben. Ich bin sowieso erstaunt. Wir haben ja eigentlich nichts vorzuweisen und die Bank gewährt uns mal da locker so 100.000 Kredit. Wir haben nicht mal eine monatliche Tilgung ausgemacht. Ich könnte ja jetzt theoretisch auch tot umfallen. Oder die Zombies kommen. Bisschen müssen wir doch arbeiten, sehe ich gerade. Unser Geld schwindet. Aber nicht so schnell. Das ist okay. Oh, was mache ich denn da für einen Quatsch hier? Naja, egal. Gemäht ist gemäht. So. Schau mal, das sieht doch so toll aus. Eigentlich müsste... Ich habe ja sehr viele Bauer im Umland, um mich herum. Die wohnen ja sehr ländlich. Und eigentlich müsste ich mich mal mit dem Klappstuhl draußen hinstellen und mal auf dem Feld schauen, wie der Bauer sein Feld mäht. Ich glaube, ich werde einen sehr großen Unterschied zu meiner Tätigkeit hier entdecken. Denn ich fahre hier gerade kreuz und quer. Aber
Ja. Ich finde, das macht mich sympathisch. So. Oh, heute ist der aber ganz genau der OP. Der weiß, wie gut wir sind. Eigentlich... Ja, eigentlich hätten wir den Schwader gleich mitnehmen können. Scheiße. Nächstes Mal wird ja in ein paar Stunden wieder sein. Nehmen wir den Schwader gleich mit. Wir lernen aus den Fehlern. Ja, in der Tat. Jetzt ist es 8.30 Uhr. Doch, es wird langsam dunkel. Dunkel und bewölkt. Jetzt dürfte es auch mal bald regnen. Das wäre geil. Nachts und Regen. Das wird mir jetzt voll taugen. Oh, Mission erfüllt. Der Rasen ist noch nicht fertig gemäht, aber wir haben... Was? Hab's nicht gesehen. Boah, wir haben schon ordentlich Geld dafür jetzt gekriegt. Warte mal. Wir hatten... Was hatten wir? 19.000? 18.000 so? Um den Dreh hatten wir. Dann haben wir jetzt 10.000 für die Wiese bekommen. Nicht schlecht. Also, ich glaube, ich wechsle meinen Beruf. Ich werde Rasenmäher. Also, ich werde nicht Rasenmäher, sondern ich werde die Tätigkeit machen, die wir hier gerade auch machen. Rasenmähen. Also, wie nennt man das? Hausmeister-Service. Aber nur Rasenmähen. Weil das bringt richtig Kohle schein. Jetzt kriegen wir ja dann nochmal für die Wiese einsammeln, ja, nochmal 5.000, 6.000 Money. Das ist gut, das ist wirklich gut. So, zusammenklappen. Okay. Oh, so passen wir da nicht durch. So. Wunderschön. Nach Hause kann man jetzt so fahren, wenn wir was sehen, wenn das Ding da vor uns hängt. Wie macht man einen Scheibenwischer an? Das könnte ich jetzt ein bisschen gebrauchen. Letztens haben wir ja herausgefunden, wie die Hupe funktioniert. Oh, das ist aussteigen. Traktor fährt weiter. Stehen bleiben. Oh, das ist das Wetter. Oh ja, wie wird denn das Wetter? Samstag, Schnee. Nee, Regen, glaube ich. Keine Ahnung, wie Hupe geht gerade. Findet man wieder raus irgendwann. Wo fahren wir eigentlich gerade hin? Ah ja, da. Okay. Wir können nicht den Schwader... Und den Auflader gleichzeitig mitnehmen, oder? Das geht nicht. Schade. Aber nächstes Mal, wie gesagt, Schwader und Mähwerk gleichzeitig mitnehmen. Vielleicht funktioniert ja beides gleichzeitig. Mähen und Schwadern. Also in eine Reihe legen. Das müssten wir mal dann ausprobieren. Das wäre natürlich ein sehr großes Zeitersparnis, weil man dann nicht dreimal über dieses Feld ackern muss. Das wäre schon cool. Das hätte was. Wir sind zu Hause. So, das Ding werfen wir jetzt hier mal einfach in die Ecke hin. Senken. Das Ding hinten brauchen wir, glaube ich, dann jetzt auch nicht mehr. Aber vorne könnten wir es jetzt dann brauchen. So, der Schwader. Kommst du her, Schwader? Klingt ein bisschen wie, komm her, Schwager. So. Nein, nicht abkuppeln. Wir wollen das andere ankuppeln. Wir sind die Verkuppler. So.
Fahren wir rüber! Oh, das wird tief. Yeah! Geil. Haben die eigentlich ein Schadenmodell oder kriegen die Schaden? Kann ich da Blödsinn machen, wie ich will, oder? Yeah! Geil. Finde ich gut. So, wo fahren wir hin? Ah ja, genau. Da 226 ist Gras einsammeln. Und dann werden wir da runterfahren. Lass uns mal gucken, ob der Rasen wieder gewachsen ist. Das finde ich gut. Machen wir den ganzen Tag nur Rasen mehr. Nein, machen wir nicht. Das wäre ätzend. Da würde ich sterben. Vor Langeweile und vor lauter Gras. Ja. So. Hier sind wir schon tausendmal lang gefahren. Wir sehen unsere Reifenspuren. Immer noch. Finde ich gerade ganz cool. Das habe ich mir, glaube ich, in der ersten Folge gefragt, wie lange man die Reifenspuren sieht. Man sieht sie lang. Also sehr lang. Zumindest immerhin eine ganze Stunde, so wie es aussieht. Also im Spiel. So, schauen wir mal ganz schnell nach. Nein, nicht wieder einsteigen. Weizen für Getreidespeicher. Okay, das eine ist weg und das andere ist nicht wieder da. Naja, wir haben ja erst jetzt gemäht. Also, so schnell geht es dann auch nicht. Lieber Xaro. So. Da sind wir. Aufklappen. Senken. Fahren wir mal ein bisschen darüber. Oh. Schon wieder das. So, oh, jetzt können wir Licht anmachen. Boah, geil. Mit Licht. Okay, anschalten. Dann wollen wir mal sortieren. An sich ist es gar nicht so doof, dass man hier auch ein bisschen selber arbeiten muss und nicht immer nur seine Helfer arbeiten lassen tut. Also macht man wenigstens auch mal was. Wie ihr seht, sind wir diesmal nicht so gründlich wie das letzte Mal. Es ist zwar so, Kleinvieh macht auch Mist, aber die paar Grashalme da sammle ich jetzt nicht. Da kriege ich auch noch ein und pick sie mit der Hand auch noch auf. Ne, es moin nicht. Wir fahren jetzt hier also hier unsere Runden. Und das ist gar nicht mehr so schlecht, glaube ich, das so als Schnecke zu machen. Weil das lässt sich dann auch wunderschön wieder einsammeln. Schon gehen, ne? Ich vergesse immer, wie riesig das Teil da hinter uns ist. So. Muss der eigentlich schlafen? Ich glaube, Bauern schlafen nicht. So. Super. Heben. Abschalten. Zuklappen.
Jetzt könnte man fast den Schwader hier stehen lassen, weil erfahrungsgemäß wird der Rasen wieder wachsen. Ne? Mama bin ich. Oder? Könnten wir echt hier hinstellen. Hm. Und wenn ich ihn dann doch woanders da brauche? Mei. Ich stelle ihn jetzt hier hin. Müssen wir uns nur merken, dass wir das Ding hier hingestellt haben. Ach, wir nehmen es mit. Was soll das? Ist doch Quatsch. Aber andererseits... Oh, dieses Hin- und Hergefahren. Was ist jetzt mit Regen? Nix. Aber was schon mal gut ist, ich kenne jetzt den Weg auswendig. Ich muss nicht mehr auf die Karte gucken. Ja, ja. Und welche Trottel sind da quer durchs Feld gefahren? Das gibt's ja nicht. Gibt's ja. Habe ich extra hier diese Wege gemacht, irgendwann mal vor 1000 Jahren. Und, ja. Fährt irgendjemand voll über den Acker? Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Oh! Jetzt weiß ich, wer es war. Aber ich sag's euch nicht. Yeah! Trampolin. Oh, was bist denn jetzt so lahm? Haben wir schon 21.30 Uhr, meine Güte. Oh, da steht ja so ein Ding. Dann stellen wir es doch wieder so hin wie vorher. Na, nicht so rum. So, abkoppeln. So, ja, dann haben wir das ja jetzt auch schon. Wo ist unser Picker? Also unser Lader, ich glaube, der steht da oben. Also, den haben wir da oben hingestellt. Ah ja, warte mal. Ah, hier haben wir ja jetzt Getreide angepflanzt. Das dauert, glaube ich, noch relativ lang. Da drüben haben wir ja Mais angepflanzt. Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Ich glaube, der beginnt gerade erst zu blühen. Naja, müssen wir so lange halt noch Rasenmähaufgaben erledigen. Ist halt leider so, ne? Ne, der ist es nicht. Wo haben wir den denn hingestellt? Oder da hinten? An der Scheune? Das kann sein. Ah ja, da steht er doch. Oh, jetzt würde ich gerne hier so Handbremse und zack, rum! Oh, nicht in die Hühnerhütte. Hey. So. Let's fetz. Und wieder rüber. Banga! Chang chang! Rum rum rum! Und wieder springen! Wum! Krass. Ich wusste gar nicht, dass Traktoren so viel aushalten. Rum! Geil. Ich weiß, warum die Traktoren keinen Schaden nehmen. Weil der Ton fehlt. Der Ton dazu fehlt. Wieso geht denn eigentlich immer das Licht aus? Jedes Mal muss ich das Licht an. Oh. Ist ja geil.
Im Rückspiegel sehen wir unseren Hänger. Ja, nicht schlecht. Aber egal wie ich meinen Kopf, wie ich meinen Kopf drehe, die Perspektive auf dem Spiegel ändert sich irgendwie nicht. Naja, trotzdem cool. Ich bin gekommen, um dein Gras zu holen. So. Kreditauswahl wechseln. Pickup senken. Pickup. Ladewagen starten. So. Auf geht's. Fahr mir die Schnecke ab. Was ist das für ein dünnes Ding? Naja. Bin mal gespannt, ob uns der Heuertrag diesmal etwa dasselbe gibt oder ob er uns mehr gibt. Erstens, weil wir nicht so gründlich waren wie das letzte Mal. Zweitens, ja, bestimmt hat sich auch der Graswert geändert. Schätze ich mal. Das ist ja wie mit dem echten Gras, das ist auch so, das ändert sich halt mit der Zeit. Mal wird es teurer, mal günstiger. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Qualität an. Jo! Was war denn das jetzt? Ich bin hier voll die Kurven gefahren. Kurz mal weggesehen hier. Oder hatte ich einen Sekundenschlaf? Hm. Da bin ich gespannt, ob Gründlichkeit ausbezahlt wird und ob sich das lohnt. Weil im Prinzip haben wir die ganze Wiese, fast die ganze Wiese, bis auf so ein paar Blümchen, eingesammelt und gemäht. Oder ob es wirklich so ist, dass wenn man wirklich jeden kleinsten Fitzelchen akribisch entfernt, ob das ein Tausender ausmacht oder vielleicht sogar 5000, kann ich mir jetzt natürlich nicht vorstellen bei der kleinen Wiese. Aber ob man es wirklich merkt und ob das wirklich ausmacht, dass man sagt, okay, der 2000er da für die kleinen Fitzelchen geht mir jetzt doch ab. Und dann können wir uns überlegen, ob wir nächstes Mal doch gründlicher sind oder ob wir wieder so arbeiten, so ungründlich und unzuverlässig und dafür aber vielleicht ein bisschen schneller fertig sind. So, das war's dann schon. Jetzt können wir das Ding abschalten, wieder heben. Wiese ist geklebt. So, dann fahren wir nach Hause. Oh, und da sind wir ja auch schon wieder fast ans Ende der Folge. Ist ja traurig, wie schnell das geht. Wir haben jetzt nur diese blöde Wiese gemäht. Die Spuren sind immer noch da. Das ist saugeil. Hier ist ein PKW lang gefahren, kann das sein? Da sind also PKW-Reifen-Spuren. Oder sind es die Vorderräder? Nee, das sind... Ah nee, das ist vom Hänger. Aber nicht von dem Hänger. Hm, oder doch? Macht er so schmale Spuren? Ja. Nee. Nee, nee, das sind nicht die vom Hänger. Hä? Naja, gut, egal. Was sind wir dann hier lang gefahren? Egal. Ah, mit dem Schwader. Das sind die Schwaderspuren. Schon geil, also, dass die Reifen... Oh, geh weg! Achtung! Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Hätte mich beinahe gerammt. Dass die Reifenspuren dem
anpassen, was für Reifen man hat. Also ist natürlich logisch, dass das so ist, aber rein theoretisch werden die Entwickler dazu nicht verpflichtet. Nein, nein. Sie könnten auch einfach einheitliche Reifenabdruckspuren hinterlassen. Ja. Aber haben sie nicht gemacht. Sie waren kreativ. So. Wir fahren jetzt einfach hier hoch an die Scheune. Ja, wir sind so frech. Das ist unser Grundstück. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Oh! Fast das Dach abgerissen. So, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Auskippen. So, 28.000 hatten wir. Na, weiter geht's. 2.000! Okay, ein Tausender weniger, glaube ich. Es kann jetzt natürlich am Preis liegen, der momentan zustande kommt, oder weil wir nicht so gründlich waren. Keine Ahnung, woran es jetzt genau liegt. Das darf ich euch leider nicht verraten. Aber, naja, macht ja nichts, denke ich. So. Maisfeld, aha. Gehen wir mal kurz noch zum Shop und mal nur mal kurz reingucken. Ich will wissen, was der Radler da kostet. Oh, ich will so einen Truck, der wäre so geil. Was kostet der? 285.000. Oh jo, Kredit, ne? Wo ist denn der Radlader? Oh, Forstgeräte. Boah, geil. Das wäre schon was. Hier, Kompaktlader, okay. 50.000, ja, Hammer. Nee, haben wir nicht. Macht aber noch nichts. Aber gut, wir können jetzt natürlich hier schon mal eine Kettensäge kaufen. Gibt es da einen Unterschied? Welche gefällt mir denn am besten? Ich nehme die hier jetzt. Okay. So, jetzt haben wir die gekauft. Wir brauchen natürlich dann irgendwas, um die Bäume zu schieben oder irgendwie sowas. Platzierbare Objekte. Achso. Geil. Okay. Ich bin jetzt lustig und fälle diesen Baum hier, wenn das geht. Ich glaube, es geht nicht. Hm. Ah. Oh. Wir fällen hier einfach mal den Baum. Ah! Und jetzt? Jetzt liegt er da. Toll. Jetzt können wir ihn teilen noch, oder? Ja, geil. Aha. Cool. Aber schieben können wir das Ding jetzt nicht. Jetzt können wir hier lauter Scheiben machen und daraus Teller bauen. Na gut. Damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wohin mit den Bäumen überhaupt. Oder, oh Mann, das ist eigentlich schade, dass wir den hier jetzt gar nicht nehmen können. Warum geht das nicht? Das müsste doch passen. Können wir die Stämme mit dem Traktor schieben? Oh, das funktioniert. Aha, okay.
Zwar nur bedingt, aber es funktioniert. Schaut mal. So, und was macht man jetzt damit? Ich weiß es nicht. Was ist eigentlich, wenn ich mit dem Traktor ins Wasser falle? Ich glaube, gut ist das nicht. Das war knapp. Ich will den Baumstamm mal da ins Wasser schieben. Ich will mal wissen, was dann passiert. Oh Gott! Das war knapp. Fahren Sie nicht zu tief ins Wasser. So, Baumstamm liegt im Wasser, aber es passiert nichts. Naja, gut. Weil ich habe mal gelesen, wenn man die Baumstämme ins Wasser schiebt. Aber das kommt wahrscheinlich auf den Fluss an. Da ist nämlich nichts. Nämlich, wo ist denn die da oben? Bei der 1. Sägerei, Reederei. Heute ist aber der Fluss. Weil ich habe nämlich mal gelesen. Oder gehört, ich weiß jetzt nicht mehr. Wenn man die Bäume fällt und die dann ins Wasser schiebt, kann man ordentlich Geld verdienen. Aber die müssen dann wahrscheinlich in der Nähe von dem Ding sein oder ich weiß es nicht. Muss ich mich nochmal informieren. Auf jeden Fall sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War jetzt natürlich nicht so spektakulär. Wir haben wieder dem faulen Hausbesitzer geholfen, seine Wiese zu mähen. Hat uns, ja, lumpige 4.000, und die 10.000 nicht zu vergessen, dafür, dass wir das gemacht haben. Also insgesamt waren es 14.000, das war jetzt ja dann gar nicht mal so schlecht, gegeben. Wir haben ein paar Eier verkauft und haben einen Baum gefällt. So. Ich hoffe, dass der Baum wieder nachwächst, weil eigentlich hat er mir da ziemlich gut gefallen. Tja, auf jeden Fall bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.